Willkommen zu meinem Let's Play Civilization 5 Ravenwood mit Venedig. Ja, das letzte Mal oder das dann mal davor. Ich meine, das letzte Mal haben wir hier den Krieg hier angefangen oder ja, das war letzte Mal genau. Ne, war einen davor noch. Genau. Jedenfalls, also war ein Spionagevorfall und dann habe ich die Gelegenheit genommen, weil ich sowieso jetzt hier am Angreifen wollte und habe dann den Krieg erklärt. Deswegen, wie das jetzt mit Diplomatie, Malus und sowas ist, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, es ist immer besser. Ich schätze mal, das Programm wird so sein, dass das durch diesen, dass sie eine Spionagesache gehabt haben, dass ich deswegen besser davon komme, als wenn ich jetzt den Krieg so erklärt hätte. Na, und jetzt stehen wir hier vor, sozusagen ein paar Truppen. Und schau mal, was der Gegner so hat. Also, Elefant ist jetzt nicht super stark. Wenn man sieht, dass hier unbedingt am Gelände haben wir vielleicht, aber ein kleiner Nachteil, den wir wahrscheinlich haben werden, ist wegen das, aber steht ja glaube ich gar nicht dabei. Die haben noch diese eine Weltwunder, deswegen greifen wir jetzt hier nicht. Er ist sowieso auch noch nicht volle Stärke hier. Ich schätze mal, hier werden wir erst einmal vielleicht. Mit welchen gehen wir mal vor? Erstmal gehen wir hier mal mit dem hin. Das ist schon mal eine ganz gute Idee. Mal gucken, wer es allgemein gehen will. Ich hier hin will. Geht schon mal hier hin. So. Das Problem ist, dass hier eigentlich eine gute Position ist. Aber wir müssen wohl. Da hier wäre genauso eine schlechte Position. Also gehen wir mal mit dem hier hin. Den gehen wir mal hier hin. Dann werden wir mal. Da kommen wir nicht ganz hin, aber vielleicht auch so halb. Weil die Kanonen müssen wir ein bisschen schützen. Aber ich will sie auch gerne in eine gute Position bekommen. Machen wir mal so. Den gehen wir mal hier hin. Ich glaube, hier ist kein Hügel. Nein. Gehen wir da einfach mal. Ja, wir können jetzt wechseln, aber. Lassen wir mal. Gehen wir mal hier hin. Hier werden wir mal die Einheit Wachthause, weil der Feind Sichtweite ist. Ne, Bereitschaft, wie mal. Ist das eigentlich gar nicht mehr? Verschanzen doch. Die eine ist so lange inaktives Hit ein Verteidigungsbonus. Ja, genau. Das ist doch ganz gute Sache. Der Verteidigungsbonus ist immer gut. Wenn wir hier mal das gutes Feld. Und hier unten sehe ich noch eine Einheit, aber. Mit der sollten wir mal schnell wieder weg. Sind so ein bisschen zum Erkunden. Hier ist noch eine von denen. Mal gucken, ob hier noch irgendwas von denen ist. Nein. Wir wollten auch in die Nähe, aber hier ist eher schlecht. Wir sollen ja außen rum. Wenn schon, denn schon. Ah, hier haben wir einen tollen, ja, Schriftsteller. Anscheinend war das hier so überfüllt ist hier drin. Wir schauen aber mal, warum haben wir eigentlich einen, ja, diese tolle Einheit. Irgendwie ist sie, ja, sie wäre ganz gut, wenn man starke Marine hat und sowas braucht. Aber eigentlich sind im Spiel Marine so ein bisschen so ganz so wichtig auch nicht. Also es ist nicht ganz unwichtig, wenn man natürlich irgendwo zum anderen Gebiet hinfahren will. Aber sonst, ja, ist ja nicht ganz so wichtig. Was wollte ich jetzt überhaupt? Ich wollte gucken, was ich als nächstes hier produzieren kann, damit wir mal schauen können, was. Das ist eher unwichtig. Ja, hier ist erstmal noch nicht so viel. Ja, das Problem können wir aber, glaube ich, bald beseitigen. Irgendwo haben wir Kohle. Da oben. Sind wir ganz so weit entfernt. Können es aber leider nicht kaufen, aber in 4 Runden dürfte die Kohle unser sein. Solange Mombasa uns nicht irgendwas wegschnappt. Aber es ist auch noch ein bisschen gefährlich, weil hier oben mit denen nicht ganz so gut gesinnt sind, weil die mit denen verbündet sind. Gut, haben wir einfach mal hier mal gucken. Ja, sollten wir ihnen jetzt. Was gibt das eigentlich? Es gibt Kulturbonus, ne? Genau, ein großes Werk schaffen lassen.
Boah. Genau, das machen wir mal gleich. Nur ich einer noch da ist. Nur er. Sollen wir jetzt machen? Ja, wir können das ja. Wir machen das jetzt mal. Ja, schaffen. Möge es Gott bewahren. Frankenreichs König soll kein Leid erfahren. Wenn er mir vergibt, will ich sein Lehnsmann sein. Und all mein Land sein Lehnsgut. Da kann ich gleich noch mal was. Ja, gucke ich jetzt mal ganz kurz, wenn du ganz kurz was gucken. In Weimar. Ja, nebenbei können wir den Rundenwechsel machen. Ah, hier steht es ja. Aber auf Deutsch gibt es da gar nichts bei Wikipedia. Gut, Lettre D. Aube ist nicht ein französischer Dichter, genau. Ja, ich habe fast überlegt, ob es italienisch ist. Es wäre ein bisschen thematisch etwas mehr passen. Aber hier will ich, glaube ich, auch mal hier verschanzen. So, damit den können wir erstmal noch nichts machen. Ah, ein Frachter ist ausgegangen anscheinend. Völliger Weg, machen wir das nochmal. Dann sind wieder fast alle Handelsrouten bedient. Das ist hier ein bisschen schlecht mit dem Verteidigungsbonus. Ja, wir lassen es aber, glaube ich, so. Und hier versuchen wir uns auch mal zu heilen. Und dann nächste Runde werden eine Einheit verloren. Die, was war das auch so, Lancier? Wollen wir nicht gucken, wir mal, was die machen? Wie stark wir jetzt angegriffen wurden, weiß ich jetzt nicht, aber. Oh, da kommen Einheiten. Aber er ist auch stark beschädigt. Können wir ganz gut. Ach so, ah, okay. Ich dachte, die greifen an, aber die Stadtstaaten sind jetzt dran. Schauen wir mal, was die so zu bieten haben. Das sind ja unsere Verbündeten, die anderen sind ja. Das ist ja ein Spiel gegen die Stadtstaaten. Das ist auch, habe ich auch noch nicht so häufig gesehen. Dass die Stadtstaaten genau benachbart sind und dann feindlich sind, dann kämpfen sie natürlich gegenseitig. Architektur beginnt, wo das Ingenieurwesen aufhört. Gut, dann können wir ein paar Bettwunder bauen. Wir können mal ganz kurz schauen. Ist ja nur noch eine Runde übrig. Die können wir bauen erfunden. Eine große Menschheit in der Stadt. Mehr Wissenschaft durch. Das können wir, glaube ich, mal dozieren danach. Jetzt schauen wir mal, was wir hier noch. Ah, das ist doch eine schöne Einheit hier. Machen wir einen Technologiebaum auf und gucken mal, ob wir noch irgendwas Interessanteres haben. Ja, nach Dynamit wollten wir auch. Jetzt haben wir schon mal nach Öle umschauen, das dauert noch ein paar Runden hier. 7 plus 11, das dauert eigentlich genauso lang. Eisenbahn brauchen wir nicht unbedingt. Also noch nicht, also. Ist auch nicht schlecht, aber ich denke, wir fahren hier mal die Schiene. Schaut danach, ob wir das dann nehmen oder nicht. Ach, wir können ja auch. Wir kriegen einen großen Wissenschaftler, ne? Irgendeinen Turm da bauen. Das wäre sehr schön, wenn der hier mal abziehen könnte. Wäre stark beschädigt. Obwohl. Naja. Können wir auch was plündern dann? Schauen wir. Wenn wir jetzt hier angreifen. Also auf jeden Fall sollen wir ihn mal hier. Ja, ein bisschen Verluste sind, muss man leider mal einplanen.
dem schießen wir ihn hier mal. Gehen wir hier einmal rum. Den lassen wir mal, oder? Ich gucke erstmal hier den Handelsweg einmal. Welchen wir denn jetzt hier nehmen? 12. Ja, der 15. ist, glaube ich, der beste hier. So. Dann werden wir angreifen. Ah, er wartet, glaube ich, nur darauf, hier mich anzugreifen. Kriege ich dann auch einen Bonus, wenn ich im freundlichen Gebiet bin? Lass mal hier mal gucken. Na, können wir da nicht viel machen. Machen wir das mal. Ja, der ist so stark genug. Also, wenn er da angreift, dann wird er wohl. Ah, wir haben einen Bauerntrupp. Gut. Das war nicht beabsichtigt, ist aber auch nicht schlimm. Gut, hier müssen wir den warten lassen. Dann schauen wir mal, was nächste Runde bringt. Sollen wir noch ein paar Einheiten kaufen? Wie viel kosten die eigentlich einigermaßen? Kosten denn Einheiten? So ein. Ja, da war ich hier mal. Aber wir können jederzeit einen kaufen. Großer Ingenieur, deswegen. Ach, deswegen haben wir, glaube ich, auch einen. Das brauchen wir nicht. Schütze könnten wir kaufen. Brauchen wir denn einen? Überhaupt. Ich glaube, wir haben erstmal, glaube ich, genug hier. Vielleicht noch bis. Ich glaube, wir haben erstmal genug. Wir können immer noch welche kaufen. Bei den 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, nein, technisch sind wir besser, die sind auch besser ausgebildet. Der hier könnte vielleicht ein bisschen. Aber mal schauen, der wird das schon überstehen, hoffe ich ja mal. Schauen wir mal, was passiert. Wir sind gleich fast nach Siam dran. Also Siam ist nach uns. Was dran? Da muss ich jetzt überlegen. Ich würde ja nein sagen, aber. Aber gut zu wissen, bietet er uns noch ein bisschen mehr an. Ich kann jetzt hier gar nicht runterscrollen. Deswegen. Deswegen kann ich jetzt nicht runterscrollen. Ah, jetzt kann ich. Das ist das Einzige, was ihr bietet, das sind die Standardsachen, also okay. Was ist das? Also das brauche ich, also okay, das Gold, das wäre nicht ganz so schlecht, aber also müsste mindestens eine Stadt bieten oder sowas. Ablehnen. Der Google Erfahrungspunkte, aber das war es auch immer noch nicht von ihm. Diese Einheit, diese blöden Pferdeinheiten. Nächste Runde ist der. Da muss ich unbedingt was tun. Nächste Runde ist strategisch ein bisschen schlecht, aber ich glaube, ich tausche mit ihm hier. Oder nehme die Position weg. Wir schauen mal. Ich muss erstmal abwarten, was nächste Runde passiert. Und genau. Kann man noch nicht bauen. Das ist eigentlich mal nach vorne, aber. Das ist ansonsten okay. Haben wir den gebaut? Oder warum ist der da drin? Ich weiß keine Ahnung, warum steht hier eigentlich noch so eine schöne Düsseinheit? Wir belassen das trotzdem mal. Die Einheit hier. Modernisieren Sie mal. Ah, das ist fertig. Könnte das hier bauen, aber das. Okay, für deinen würde das übrigens aber. Das ist etwas besser. Außerdem können wir den noch ein bisschen waschen hier.
Mache ich, glaube ich, auch. Ja, jetzt haben wir es gemacht. Kein Weg mehr zurück. Können dann noch einen klauen, dann ist es. Gehen erstmal mit dem weg hier. Nachher will er noch irgendwie hier hochgehen oder so. Das will ich ja eher nicht. Genau. Wie viele Schritte kann er denn gehen? So viele. Das ist eine gute Frage. Aber ja. Gehen erstmal hier hin. Also ich bin eher da. Ja, okay, den müssen wir auf jeden Fall hier einmal bombardieren. So weit kann wir da wohl nicht gehen können. Aber wir können schön weit hier hingehen. Wir können auch Position mal wechseln. So gut an. Dann schießen wir ihn mal hier. Dann würde ich hier mal in einen schönen Sägewerk mal reingehen. Kanone kann die irgendwie was hier schon anvisieren. Ne? Ist fast noch volle Stärke, das geht ja wohl. Ist gut, rücken wir mal ein bisschen vor. So, das war's auch. Ja, haben die anderen vernichtet. Gut. Dann mal gucken. Was wollen die? Bin ich in Führung und reicher Werk würden noch ganz gut werden, aber das ist eher schlecht jetzt erstmal. Oh. Achso, das. War nicht so wichtig. Gut. Das sieht auch mal gut aus. Ja, hier ist wieder ein bisschen blöd. Ah. Die Dinge sehen immer besser aus, wenn wir uns an sie erinnern. Und es ist dieser unzugängliche Turm der Vergangenheit, aus dem die Sehnsucht sich herauslehnt und uns ruft. Gut, der Porzellanturm ist gebaut. Dann kriegen wir auch noch. Ach. Genau. Theoretisch das Rote vorbauen, aber ich bin eher dafür, irgendwelche. Zum Beispiel hier. Welche Boni? In Gebäuden. Also ich meine irgendwelche Multiplikator oder sowas. Ich glaube nicht, warum haben wir den eigentlich längst gebaut? Oder haben wir gar keine Karawanen, die hier längs gehen? Ich schau mal. Wo sieht man das denn? Da ist doch eine. Hier geht zum Beispiel hier nach raus. Also die, das wird auf jeden Fall viel bringen. Wir sollten natürlich nicht zu nah an den Städten. 1, 2. Aber hier ist gut zu heilen. Wir sollten erstmal die Mühe bekämpfen hier. Aber es geht doch. Ich habe gerade überlegt, ob es geht. Das geht, glaube ich, nicht, nein. Über den. Ja, die Position ist eher nicht so gut. Wenn man rückt hier hin. 1, 2. Also hier ist auf jeden Fall eine gute Position, da ist rücken. So. Ja, komm. So, ups. So. Den wirklich hier hinschicken. Ganz schön gefährlich. Hatte ich eher nicht für eine ganz gute Idee, aber jetzt haben wir es gemacht.
Ah, wir können doch noch einen. Nee, doch nicht. Dann sollen wir schnellstmöglich zur Stadt zurück. Eine Straßenverbindung wäre hier Gold wert, aber. Haben wir irgendwelche, die hier. Aber das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ja, goldmäßig, das ist auf jeden Fall was bringen. Gehen wir hier hin, also lassen wir hier mal. Okay, das lasse ich. Machen wir das hier mal. Auch wenn wir haben ja schon eine Akademie hier, das. Und das. Kriege mögen mit Waffen ausgetragen werden, doch sie werden von Männern gewonnen. Es ist der Wille der Männer, die folgen, und des Mannes, der sie führt, der den Sieg bringt. Gut. Dann könnten wir theoretisch, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Ach, Dynamit braucht beides, ja, okay. Naja. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Einheit, aber Moment, Dünger als nächstes. Gut, wo ist jetzt unser toller Bautrupp? Geschützt in dieses Gebiet schicken, ja, machen wir es mal. So, dann noch eine andere Position einnehmen, an zwei, nee, das ist ja schlicht. Den lassen wir erstmal mal noch stehen. Sollten wir mal ein Dingsgebiet rein? Jetzt können wir gar nicht. Was durch was kann ich den dann? Achso, okay. Ich dachte, da kann man Kavallerie. So, dann kaufen wir hier mal eine Kavallerie. Und das mal. So, ups. Wir sind ja fast schon hier drin. Gut, mal zu gucken, was hier so für Sachen sind. So als Spion. Kann doch nur einer Daumen klauen. Aber der schickt die wohl nächste Runde weg. Ja, das war's. Erstmal. So, wir haben noch gar nicht hier geguckt. Das müsste aber nächste Runde sein. Endlich Kohle. Also Kohle haben wir genug, aber. Die andere Kohle. Gut. Dann ist die Runde. Städte sind nur schwer einzunehmen. Naja. Ist hier. Hier jemand was gebaut. Was ich gar nicht sehen kann. Gut. Das rote vor. Ja, das ist dann eher schlecht. So, die ist auch mal erledigt. Aber ich glaube, gegen Schieß. Das rote vor war es jetzt nicht. Ob das. Okay, das ist was anderes. Warum bin ich das auf? Achso. Ah. Schon wieder viele Meldungen. Und ich weiß gar nicht, wie ich mit der Zeit jetzt bin, weil ich ganz vergessen habe, irgendwas einzustellen. Und ich denke. Ich weiß jetzt gar nicht. So muss ich gleich mal gucken. Komparatur ist, glaube ich, ganz interessant. Ja, für einen großen General wäre es mal. Ich weiß nicht, wie lange das hier noch dauert. Nee, hier weiß ich, können wir mal kurz gucken. Ja, ein bisschen brauchen wir noch. Also die Hälfte haben wir. Islogien können wir noch nicht einführen. Aha. Plus ein Gold von. Ja, so viel haben wir jetzt auch nicht.
Ausforschungsabkommen. Plus ein Wissenschaft Handelsposten und Universität. Also wie viel brauchen wir hierfür? 3. Fabrik, 3 Fabriken brauchen wir. Das dauert ja nur noch. Die müssen dann erstmal gebaut werden. Da kommen wir jetzt nichts. Also das ist auf jeden Fall sehr interessant. Oh, Handelsposten. So, Handelsweg hatte ich gedacht. Oder wir machen hier mal weiter. Was gibt's denn? Hier E2. Kauf von Objekten in Städten kostet eine Lawine Gold. Das war interessant. Das ist ja pro Münzstadt. Eins von beiden. Wissenschaft sind wir eigentlich recht gut dran. Das brauchen wir nicht unbedingt, aber. Wir machen das einfach jetzt. So. 5 Runden ist sowieso nächste Politik, deswegen. So. Verbieten Silber interessiert mich nicht. So, das ist gescheitert. Diesen. Dann will ich mich mal. Weil sowieso er wieder. Wo ich 8 Stimmen habe. Einer mehr und dann hatten wir es. Was weiß er denn hier? Ich glaube, was wir da aktuell vorschlagen, müssen wir Gastgeber wählen. Achso. Abgeordnete einsetzen. Lass mal. Gut. Jetzt heißt es irgendwie mal Straße bauen. Oh, hier ist richtig viel Kohle. Sagen wir mal Straße bis hier bauen irgendwie. Irgendwie hinbekommt. So geht das überhaupt. So, das feindliche Gebiet, dann kann ich glaube ich nichts bauen. Das kannst du mal bauen. So, unwechselndes Gelände. Sichtweite. Lass mal. Wie schnell, so schnell ist er auch nicht. Es geht. Hat 4 Fortbewegungspunkte. So, dann werden wir hier mal bombardieren. Achso, kann ich das noch? Doch. So, in dem mal. Also hier kann ich nichts machen, aber die kann ich doch schon in die Nähe schicken. Oh. Ja. Kann ich das noch machen? Doch, kann ich. Das kann ich aber nicht mehr machen. 2. Gut, hier ist nichts mehr. Mal wieder zurück. Ach, zu spät. Zu wenig Punkte, würde ich eher sagen. Ja, mal. So, nächste Runde. Ja. Ich mache hier, glaube ich, mal Pause, weil ich gar nicht weiß, wie viel Zeit jetzt schon verstrichen ist. Deswegen. Ja, dann wäre es sehr lang oder. Glauben wir es irgendwie in der Mitte. Okay, dann mache ich mal Pause und sage auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.